Und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Das Schwarze Auge, Satinas Ketten. Ja, der Fährmann bringt uns rüber, wir brauchen den Kompass. Jetzt natürlich die Frage, was machen wir jetzt weiterhin? Wir müssen Nuri noch zu der Katze bringen, damit sie die Katze von uns runterholt, indem sie die Vase repariert. Nehme ich zumindest stark an. Braucht der vielleicht... Habe ich den schon mal in den Spiegel eingebunden? Wenn dich Spiegel interessieren, kann ich dir bessere besorgen. Ach stimmt, ja, da hatte der ja gesagt, dass ihn das nicht interessiert. Nein, nicht abmachen. So viel, wenigstens leer. Leer. Das kann ich nicht anklicken, okay. Frage ist, was ich damit machen soll. Kann ich hier was mit Nuri kombinieren? Wasser geben vielleicht? Hallo. Hey, nein, nicht der da. Nuri Wasser geben. Wasser? Nein, danke. Bist du sicher? Wir haben heute ein ganzes Stück hinter uns gebracht. Wirklich? Ich bin gar nicht erschöpft. Na, okay. Nuri spielt damit nur rum. Ja, stimmt allerdings. Ich zeige ihr die Aufzeichnungen zu diesem Feentor besser nicht. Wer weiß, wie sie reagiert. Okay, Handtuch? Behalt das ruhig. Grete wissen sicher nicht. Was ist das? Ein Fischernetz. Das ist eine Hängematte, dachte ich. Oder nicht? Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Glaubst du, dieses Monster hat ihn versteinert? Offenbar macht jemand ein gutes Geschäft damit. Was schon ziemlich dreist ist eigentlich. Okay, jetzt haben wir noch. Nuri spielt damit nur. Okay, Spiegel. Der Spiegel schläft. Der erkennt nicht mal. Was ist der Spiegel? Er ist ganz beschlagen, man sieht überhaupt nichts. Ach, hier draußen auch, oder wie? Spiegelblank. Seit wann habe ich Ringe unter den Augen? Toll. Ich musste den Spiegel erst aspirieren. Sag mal, Nuri. Was für ein... Oh, ernsthaft jetzt? Kannst du dich bitten, aber du musst... Das heißt, ich habe die Zutaten dafür, dieses dämliche Weib endlich rumzukriegen, schon so ewig lange. Und nur weil der dumme Spiegel nicht poliert ist. Hier, komm, nimm. Hier kannst du deinen Kerl durch den Spiegel beobachten. Gib her! Was will denn die Schnepfe da? Wer fängt was mit dieser aufgetakelten Kuh an? Der kann jetzt was erleben. Hältst du still, Kind? Dann mach schneller! Gut, dann... Die Nachricht für diesen Harm. Ich werde ihn umbringen! Aber lass dich nicht erwischen, Kind. Nuri, komm Sag mit. Mal, Nuri... Jetzt reicht es wieder. Steig aus dem Becken. Mach es gut, Bademeister. Musst du etwas sehen? Okay, gut. Na dann haben wir jetzt Zwist und Zwietracht gesät. Aber der Herr hat es ja auch nicht anders verdient. So, Nuri, würdest du jetzt mitkommen? Sag mal, Nuri... Und jetzt gleich zu. Ich kann sie immer noch nur ins Badehaus schicken. Aber wir haben die Nachricht jetzt. Die ich immer gleich mal angucke, endlich. Die Nachricht für diesen Harm. Natürlich in einer Geheimschrift verfasst. Okay. Dann gehen wir mal zu Harm und schauen mal, was der jetzt zu sagen hat. Puh. So. Ja, der sieht ein bisschen aus wie Gandalf, habe ich so das Gefühl. So ein Zwergen-Gandalf so. So, hier, Nachricht da. Hey, hey, hey. Immer langsam. Ich muss mit Harm sprechen. So, so. Und warum? Ich bringe eine Botschaft von Arauken. Du? Zeig her. Tatsächlich? Ich hab dich noch nie gesehen. Bist du neu? Ja, genau. Jetzt lass mich durch.
Erst die Losungsfragen. Losungsfragen? Ja. Welcher Profession geht der ehrenwerte Harm nach? Welche Tiere schätzt der ehrenwerte Harm am meisten? Welchen Wein trinkt der ehrenwerte Harm am liebsten? Also, was ist Harms Profession? Er ist ehrenwerter Kaufmann. Harm ist ein ehrenwerter Kaufmann. Sehr gut. Nächste Frage. Welche Tiere schätzt der großzügige Harm besonders? Krakenmolche. Krakenmolche. Achtarmige Krakenmolche. Verzieh dich, Kleiner. Sag Arauken, er soll nicht nochmal so einen Grünschnabel schicken. Okay, das war falsch. Dann kümmern wir uns gleich doch mal um den Herrn. So, komm hier. Harm muss die... Also. Er ist... Er war der Kaufmann. Harm ist ein... Welche Tier... Er mag Wale. Harm mag... Verzieh dich, Kleiner. Sag Arauken, er soll nicht noch... Okay. Wir haben also noch nicht alle Informationen. Die Frage ist, wo kriegen wir die her? Die letzte Information. Vielleicht fragen wir nochmal den Schmuggler. Brauchst du was? Noch einmal zu Harm. Weißt du, welche Tiere Harm am meisten schätzt? Welche Tiere? Das ist gut. Harm liebt nichts weiter als sich selbst und das liebe Geld. Okay. Welchen Wein trinkt Harm am liebsten? Was weiß ich. Vielleicht roten Geron. Sehr lustig. Was ist Harms Profession? Na, die Leute schreien es doch durch alle Gassen. Er ist ein ehrenwerter Kaufmann. Eine andere Frage. Okay, gut. Bis später. Gib auf deinen Rücken Acht. Okay, das sollten jetzt eigentlich Namen gewesen sein. Ich weiß nicht, ob ehrenwerter Geron, roter Geron jetzt wirklich so gemeint war, aber auf jeden Fall... haben wir jetzt ganz gute Informationen und probieren uns einfach mal. Ich weiß ja nicht, ob Geron gleichzeitig ein Wein ist. Vielleicht sind wir ja nach Wein benannt worden, ich weiß es nicht. Wächter, hallöchen. Harm muss die Nachricht sofort erhalten. Beruf, Lieblingstier, Wein. Also, was? Harm ist ein... Welche Tier? Harm mag... Harm liebt Geld. Ja. Wie heißt das in der Schmugglersprache? Kann Arauken nicht mal seine Boten ordentlich einweisen? Verschwinde, Rotznase. Und lern, wie man als ehrbarer Schmuggler zu reden hat. Okay, was heißt Geld in der Schmugglersprache? Brrr, wir werden echt hin und her geschickt, ey. Kröten wahrscheinlich. Harm mag Kröten. Brauchst du was? Du bringst mir die Schmugglersprache bei und ich gebe dir den Molch. Einverstanden. Zeig her. Ausgezeichnet. Ganz ausgezeichnet. Ja, er ist wirklich wunderschön. Und jetzt zur Schmugglersprache. Also gut. Ich habe hier einen Zettel. Da sind die wichtigsten Schmugglerbegriffe draufgemalt. Du musst sie nur noch richtig deuten. Wenn das nur ein wertloser Fetzen ist. Was dann? Jetzt nimm schon. Bis später. Okay. Gib auf deinen Rücken Acht. Wir haben jetzt einen Zettel bekommen von ihm. Was steht denn da drauf? Geld sind gleich... Motten, aha. Okay, gut. Lalalala, Geld sind Motten, tada, Geld ist Motten. Motten.
Motten, Motten, Motten. Hey, hey, hey. So, er ist einmal der Kaufmann. Blablabla. Welche? Er mag Motten. Harm liebt Motten. Viele Motten. Ja, genau. Letzte Frage. Welchen Wein? Vielleicht roten Geron? Verzieh dich, Kleiner. Sag Arauken, er soll nicht nochmal so... Das gibt's echt nicht. Okay, noch einmal. So, Mottenmarker. Und trinkt alles Brandwein, Froschwein, Becher. Froschwein. Harm trinkt nichts als Froschwein. Ja, klarer Froschwein, klarer Kopf. Dann lass mich jetzt endlich zu ihm, die Nachricht ist wichtig. Ja, zuerst muss ich dich aber nach Waffen durchsuchen. Bekommst du wieder, wenn du rauskommst. Dann zieh mal blank die Taschen. Okay. Ein Bote, ehrenwerter Harm. Er hat eine Nachricht von Arauken für euch. Lass ihn rein. Gib auf deine Worte Acht, Kleiner. Arauken schickt dich also. Komm näher. Ich will dich im Blick haben. Du stinkst. Du stinkst, als hättest du wochenlang in der Wildnis gehaust. Ich kann mir das Badehaus nicht leisten, ehrenwerter Kaufmann. Götter, wie rührend ist die Provinz. Was starrst du so? Ist dir dein kleines Makrelenhirn ins Gedärm gerutscht? Oder stimmt etwas mit meiner Haut nicht? Es muss das Makrelenhirn sein. Eure Haut ist makellos. Ein kleiner Rat, Gretenfresser. Halt mich nicht zum Narren. Niemals. Hast du verstanden? Du musst blind sein, wenn du nicht siehst, dass ich krank bin. Bist du blind? Nein. Wie heißt du? Geron. Warum trägst du deinen Anker nicht, Geron? Mein Anker wurde gestohlen. Ich wurde überfallen. Wundervoll. Arauken hat mir einen Dummkopf geschickt. Davon weiß ich nichts. Also schön, gib mir die Nachricht. Ha! Die Walfänger wollen noch diese Nacht angreifen? Haben sie nicht gelernt, dass man sterbende Wölfe schlafen lässt? Sollen sie kommen? Das Prisma gehört mir! Geron, warum habe ich dich bei Arauken noch nie gesehen? Ich glaube, wir sagen ihm die Wahrheit. Ich bin kein Bote. Die Nachricht habe ich jemandem abgenommen. Ich bin hier, um das Prisma zu stehlen. Ich lache! Und jetzt pass gut auf. Siehst du die Handarmbrust hinter mir? Eine falsche Bewegung und es war deine letzte. Ein unbedachtes Wort und deine Kehle ziert ein Bolzen. Versuch mich zu bestehlen und du wirst gegen die Pforte des Totenreiches pochen und um Einlass betteln. Meine Hand mag zittern, aber auf diese Entfernung treffe ich die Läuse auf deinem Kopf. Glaub mir, Neuling, das Leben ist zu kurz, um mit dem Feuer zu spielen. Das Glück ist eine launige Hure. Okay. Steht etwas Schlimmes in der Nachricht? Was geht dich das an? Kann ich sonst noch etwas tun? Halte dich in der Nähe, bis meine Antwort an Arauken fertig ist. Wenn du durch diese Tür trittst, wird mein Wächter dich durchsuchen. Also lass deine verdreckten Finger von meinen Schätzen. Ach ja, nimm diesen Anker. Sein erster Träger hatte ein vorlautes Maul. Jetzt braucht er ihn nicht mehr. Okay. Diese außergewöhnlichen Steinfiguren, die ihr verkauft, wer stellt die her? Ein außergewöhnlicher Freund. Verstehe. Verstehe. Warum wollen die Walfänger dieses Prisma von euch rauben? Es ist der Schlüssel zu einer neuen Welt. Eine Welt des Lichts. Eine Welt der Heilung. Und mehr musst du nicht wissen. Habt ihr kein Mittel gegen den Ausschlag? Lebertran. Die jüngste Wunderkur der Quacksalber. Verzweifelte Hoffnung ist das Brot der Todgeweihten, nehme ich an. Mach dich nützlich und hol meine Flasche aus der Anrichte. Okay. Ruft nach mir, wenn ihr mich braucht.
Anrichte. Holzkästchen. Ich fasse lieber nichts an. In dieser Kajüte hört man sogar die Schaben krabbeln. Okay. Ein Schmuckkästchen. Oder eine Geldkassette. Was haben wir denn noch? Ich fasse lieber nicht in diese... Allein diese vollgewachste Schale muss Dukaten wert sein. Gut. Ach du Scheiße, ist ja alles. Okay, Tür. An der Klappe sind Warnglöckchen, hinterhältig. Ich schätze, das soll einen dieser Walfische darstellen. Ein sonderbares Licht dringt aus seinem Maul. Da ist das Prisma drin, alles klar. Okay. Gibt's noch irgendwas hier? Fenster. Soll ich das Fenster aufmachen? Die Luft wird eurer Haut gut tun. Tu, was du nicht lassen kannst. Wundervoll, gröhlende Torwaller. Ich hasse den Norden. Okay. Ehrenwerter Harm? Ja? Achso, Quatsch. Ruft nach mir, wenn ihr mich braucht. Ich muss ihn den Leberdan so geben. Leberdan, hier, bitteschön. Euer Lebertran. Danke. Ehrenwerter Harm? Ja? Okay, es geht ihm nicht besser. Ruft nach mir, wenn ihr mich braucht. Warum ist Nori keine kleine Blütenfee? Dann könnte sie hineinfliegen und etwas stehlen. Du bist doch schon drinne. Das Schiff scheint schon einige Ke- Okay. Diese albernen Glöckchen sollen nicht das Letzte sein, was ich in diesem Leben höre. An der Klappe sind Warnglöckchen. Hin. Okay, Truhe, Walfische. Ich gehe da mal raus wieder. So, ist auf dem Schiff noch was? Ah, ich kann hier hoch. Kurbel mit ihm. Alles klar. Na dann. Ich werde zurück wieder. Wann wird Harms Antwortbrief fertig sein? Kann ein Weilchen dauern. Seine Hände zittern. Habe ich mein Zeug wieder? Wann wird Harms Antwort... Kann ein... Seine... Okay, ich krieg mal mit dem Deutschen nicht wieder momentan. Falls das Schiff ablegt... Ungewöhnt, aber was versteht ein Andergaster schon von... Okay, kann ich da jetzt eventuell... Verschwendung. Irgendwas reinlegen schon mal. Wozu? Weiß ich nicht, keine Ahnung. Ach, hier ist mein Wasser jetzt. Der Anker taugt nicht einmal für diese Nussschale. Okay, was soll ich mit dem Anker? Der Anker scheint eine Art Ausweis für Harms Mannschaft zu sein. Gut, okay, dann gehen wir mal hierher und schauen mal, was jetzt noch zu tun ist hier. Aus irgendeinem Grund kommen jetzt komische Geräusche hier. Brauchst du was? Wo kommen die ganzen Geräusche jetzt her? Weißt du noch? Es heißt, Harm versteckt seinen größten Schatz im Bauch eines Wals. Dem Ork das Beste. Okay, bis später. Also noch ein Bauch des Wals. Alles klar. Kann ich Nuri jetzt endlich mitnehmen? Also Quatsch. Na, lass doch wenigstens das Pulver weg! Das juckt in der Wunde, als hätte ich die Zögernpocken! Ei, was, Kindchen? Pulverchen regt Heilung an. Wickeln, wirken lassen, wechseln. Ist Mittelchen von Minkas alter Mume. Aber es brennt! Okay. Ich habe ein paar Fragen. Das auch noch.
Das war schon alles. Gut, okay. Na? Hast du noch was zu sagen? Kannst du mir etwas von dem Pulver geben? Bist verletzt, Kindchen? Nein, siehst ganz Biene aus. Mein Pülverchen ist nur für Verletzte. Du weißt also von Gosp... Kein, hör zu. Okay, gut, also... Dann lasse ich dich weiterarbeiten. Biene. Ach nee, warte mal, da gab noch was. Moment, halt, Moment. Na? Kann ich wenigstens einen von den verbrauchten Verbänden haben? Auf keinen Fall! Wer weiß, was er damit anstellt. Am Ende bringt das zu einem Druiden und verflucht mich damit. Ich kenne aber keinen Druiden. Sicher ist sicher. Darum wirft Minka alte Verbände immer gleich hinaus ins Meer. Dann lasse ich dich weiterarbeiten. Biene. Gut, okay. Ja, in der nächsten Folge werden wir uns dann noch um den Harm kümmern, um sein Walfischproblem. Da werden wir ein bisschen helfen, ihn ein wenig erleichtern, hoffe ich mal. Und bis dahin, adios amigos, bis morgen.